Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich hatte auf Instagram gesehen, ob ihr dieses Video gerne sehen wollt und war 100% ja. Ich habe eine dreiteilige schamanische Aufstellungsreihe gemacht und möchte in diesem Video gerne meine Erfahrungen mit euch teilen. Zu Beginn, ich hatte keinerlei Erfahrung. Auch mit klassischen Familienaufstellungen habe ich alles vorher noch nicht gemacht. War alles nur, was mir meine Freundin erzählt hat, was man halt so in dieser Bubble mitbekommt. Aber ich habe es noch nie selber gemacht, weil sie es einfach nicht ergeben hatte. Und dann hat mir meine Freundin von dieser schamanischen Aufstellungsreihe erzählt, bei der sie in der vergangenen Runde schon mitgemacht hat und auch in der nächsten mitmachen wollte. Und dann war ich da irgendwie so mit dabei. Ohne jegliche Vorerfahrung, wie das Ganze abläuft, was man da so tun muss. Und davon möchte ich euch gerne berichten. Das Ganze hat online stattgefunden, das heißt, wir waren alle in Zoom. Aber das hat ganz wunderbar funktioniert, auch über den Raum hinweg. Ich möchte gleich sagen, das wird jetzt krass spirituell. Ich kann nichts davon erklären. Ich kann euch einfach nur sagen, wie es war und was passiert ist. Und ich verstehe das auch. Ich war vor ein paar Jahren auch noch nicht so sehr in dieser spirituellen ESO-Schiene drin. Also da war ich auch noch so, ja, erzähl nicht. Engel? So ein Quatsch. Aber ich habe mich ja verstärkt in diesem Jahr auch so mit dem Engelthema auseinandergesetzt und man wächst einfach mit der Zeit in diese Themen rein. Und wenn das für dich noch Hokuspokus ist, ist das vollkommen okay. Ich möchte dir gerne nur von meinen Erfahrungen bei der schamanischen Aufstellung erzählen. Die wunderbare Frau, bei der ich das gemacht habe, verlinke ich euch unten in der Infobox. Es ging also los mit dem ersten Abend. Ich war aufgeregt, aber ich habe mich schon sehr darauf gefreut. Und es ging dann so, dass es erstmal quasi eine Einstimmung gab, wo Engel eingeladen wurden. Und wir uns erstmal so ein bisschen abgegrenzt und geschützt wurden. Und dann konnten diejenigen, die ein Thema aufstellen wollten, das in den Chat schreiben. Und dann wurde ausgependelt, welches Thema aufgestellt wurde. Also ich glaube, wir waren 16 oder 17 Frauen. Und es wurden ja an den drei Abenden auch nur drei Themen aufgestellt. Also auch mein Thema wurde nicht aufgestellt. Und ich habe trotzdem so viel gelernt. So viele Aha-Momente gehabt. So viel geheilt, so viel erkannt, das ist so krass. Und an dem ersten Abend, lasst mich zurückdenken, an dem ersten Abend habe ich dann ein Kind verkörpern dürfen. Das heißt, das Thema wurde ausgependelt, dann hat sie was zu ihrem Thema erzählt und wir haben überlegt, wer muss denn aufgestellt werden. Also meistens ja die Person, um die es geht und Beteiligte. Es können aber auch sowas sein wie Energien, wie Selbstliebe, wie Heilung haben wir ganz oft aufgestellt. Und da bei dieser ersten Aufstellung habe ich ein Kind verkörpert und es war so krass. Du gehst dann in diese Rolle und man macht ja nichts. Man denkt so, denke ich mir das jetzt aus? Nee, das ist da plötzlich einfach so und ich habe mich so gut gefühlt in diesem Kind, weil das so stark war und kräftig und hinter seiner Meinung gestanden hat. Das war so cool. Und es hatte so ein bisschen auch einen Bezug zu Themen, die ich so im normalen Alltag mit meinen Kindern habe. Da hat mir das gut geholfen, mal so einen anderen Blickwinkel einzunehmen. Und es war einfach super spannend, wie sich so eine Aufstellung dann gestaltet. Weil wir alle haben aus unserer Rolle heraus gesprochen. Wir haben gesagt, wie wir uns gefühlt haben, auch in Bezug auf andere. Jetzt zum Beispiel, wie habe ich mich in Bezug auf meine Mutter zum Beispiel gefühlt oder. Und dann lösen sich eben so Dinge. Die zweite Aufstellung, und nach dieser ersten Aufstellung hatte ich dann auch energetisch total zu tun. Das ging immer bis sehr, sehr krass spät in den Abend rein, immer bis nach 11. Und ich muss ja immer vor 6 dann schon wieder am nächsten Tag aufstehen. Und ich weiß, da nach der ersten Aufstellung war ich so müde. Ich habe in der Nacht noch von einer weiteren Aufstellung geträumt, die ich gemacht habe. Und dann habe ich es ist immer dienstags, am Mittwoch dann tagsüber auch nochmal geschlafen, weil ich so
geschafft, einfach auch von diesen ganzen Eindrücken und so war. Aber trotzdem ich ohne Erfahrung da reingegangen bin und auch viele andere, die in dieser Gruppe dabei waren, hatten keinerlei Erfahrung mit Aufstellungen. Das läuft einfach. Das funktioniert einfach. Du kriegst so ein bisschen erzählt und dann läuft das einfach. War mega, mega cool. Und der zweite Abend, der war für mich der krasseste von Eigenerkenntnissen. Bei diesem zweiten Abend, nicht wegen meiner eigenen Rolle, da habe ich so einen kleinen Opi verkörpert. Und mir ging es vorher nicht so gut. Und dieser Opi war so herzlich, so lieb. Und das habe ich in mir gespürt. Und das hat mir selber in dem Moment so gut getan. Und durch was aber meine Erkenntnisse kamen, war, eine andere Teilnehmerin hat die Oma verkörpert, meine Partnerin. Und sie hatte eine ganz ähnliche Geschichte wie ich, Julia. Und das mal so zu hören und mich selbst besser zu verstehen, aber auch mal von außen zu betrachten und dann zu sagen, ach so, deswegen verhalte ich mich so. Und auch mal so von außen zu sagen, hey, und das ist voll okay und das tut mir auch echt leid. Und da so Rückschlüsse für sich zu ziehen, das war so krass für mich. Also gar nicht die Rolle, die ich in der Aufstellung verkörpert habe, sondern bei anderen mich selber wiederzuerkennen. Und diejenige, die das geleitet hat, hat dann manchmal so Impulse reingegeben. Und an diesem Abend war der Impuls, in Kontakt zu gehen und in Dialog mit unserem Körper. Und da habe ich so ganz vieles erkannt, dass ich mir Heilung nicht erlaubt habe, weil ich der Meinung war, diesen Schmerz und dieses Nicht-Vorankommen verdient zu haben, weil ich zu lange in einer so schrecklichen Situation geblieben bin und deswegen so viele schlimme Dinge passiert sind. Also dieses sich selbst die Schuld geben, so von außen betrachtet, so richtig dumm und trotzdem macht man es halt. Und da habe ich auch krass geweint und da bin ich in den Dialog mit meinem Körper gegangen und habe um Vergebung gebeten, dass ich ihn so lange so malträtiert habe und ihm die Heilung nicht erlaubt habe und habe den Startschuss gegeben, das alles jetzt auflösen und heilen zu können. Und immer bei diesen Aufstellungen hatte ich ganz arg mit meiner Gebärmutter zu tun. Also ich habe die ganz doll gespürt. Die hat auch wehgetan an diesem zweiten Abend, noch mehr als am ersten. Auch die Tage danach, die war richtig präsent. Ich habe die richtig gespürt, die hat geschmerzt, die war, hallo, hier bin ich. Und deswegen habe ich dann viel die Tage danach Meditation, Hypnosen, heilende Frequenzen, Yoga für die Gebärmutter gemacht. Gebärmutterheilung, Gebärmutterreinigung. Und das hat mir unglaublich gut getan. Weil da eben auch, dann habe ich mich halt angefangen auch mal mit diesem Thema zu beschäftigen, so meine Gebärmutter. Da wird halt auch ganz viel gespeichert, gerade in den Hüften wird Traumata gespeichert. Jetzt habe ich mir Yoga-Übungen rausgesucht, die das zum Beispiel lösen. Oder auch in der Gebärmutter sind Energieverhaftungen von alten Erfahrungen, von alten Partnerschaften und so weiter. Und das einfach mal als Thema wieder aufploppen zu haben und wieder was zu haben, mit dem ich arbeiten kann, war unglaublich wertvoll. Und zu dieser Erkenntnisse, was tue ich mir selber eigentlich an? Und wie doof ist es eigentlich? Darf man auch mal sagen, bei aller Selbstliebe. Und das dann anzufangen, für sich zu heilen. Das ist wirklich dieser erste Schritt, ich erkenne das. Dann bitte ich mich selbst um Vergebung. Ich habe dann ganz viel, ich sag's immer falsch, Ho'oponopono, dieses hawaiianische Vergebungsritual, für mich selbst und für andere aber auch gemacht. Und bin in die Heilung meiner Gebärmutter gegangen. Und gestern, und wir haben uns dann immer in einer Gruppe mit den anderen Teilnehmerinnen so ein bisschen ausgetauscht. Und gestern war dann der letzte Abend, der war für mich der am körperlich anstrengendsten. Ich habe von derjenigen, die aufgestellt hat, das innere Kind verkörpert. Und dem ging es ähnlich, auch von der Geschichte her, wie meinem inneren Kind. Ich kannte das also, die Themen und auch die Gefühle, also diese Schwere und diese Traurigkeit. Aber das war körperlich so anstrengend. Ich hatte so große Schmerzen.
wieder in der Gebärmutter, aber auch der komplette untere Rücken tat so verdammt weh. Und ich war innerhalb dieser Aufstellung dann irgendwann so geschafft und so kaputt, dass ich quasi meine Mutter in der Aufstellung gebeten habe, jetzt endlich was zu tun, weil ich Hilfe brauche und nicht mehr kann. Und das kommt so aus dir heraus, diese Impulse zu sagen, du musst jetzt, ich kann nicht mehr, ich brauche Hilfe. Und du fühlst es, diese Hilflosigkeit und dieses, ich kann nicht mehr. Und ich hatte wirklich das Gefühl, da hat jemand die Hand in meinem Nacken und drückt mich so, also dieses innere Kind, was ich verkörpert habe, drückt es so nach unten in den Boden und hat noch den schweren Stiefel auf meinen unteren Rücken gestellt. Deswegen tat er so weh. Boah, das war körperlich so krass. Und das hat dann auch, also es war für alle körperlich sehr anstrengend, was wir da aufgestellt haben. Und es hat am Ende viel Heilungsarbeit gebraucht, um uns diese Schmerzen wiederzunehmen. Und da kommen wir jetzt auch wieder zu diesen Engelsgeschichten. Es war dann, hey, lad dir den Engel ein, den du gerade brauchst. Und ich dachte so, ah, Metatron. Ich weiß nicht warum, aber Metatron. Und als ich den eingeladen habe und gebeten habe, dass er mir bitte helfen soll, diese Schmerzen jetzt wieder loszuwerden am Ende der Aufstellung, haben sich meine Rückenschmerzen wieder aufgelöst. Das kann man nicht erklären, das ist esoterisch, das ist spirituell, das mag Hokuspokus-Blödsinn sein. Und ich kann nur sagen, es war halt einfach so. Und ich hatte auch von Aufstellungstag 1 bis 3 immer wieder, dass ich die Engelszahl 22, 22 gesehen habe, also 4 mal die 2, was Neuanfang bedeutet. Und das finde ich ja auch immer so schön und spannend. Und ich fühle mich heute tatsächlich sehr gut, obwohl ich natürlich wieder sehr, sehr wenig geschlafen habe. Das gestern körperlich sehr anstrengend war, fühle ich mich gut, weil ich ja auch mit meinem inneren Kind gearbeitet habe und da Dinge geheilt und gelöst habe. Und werde heute noch so ein bisschen was mit Engel Metatron in der Meditation machen. Und ich habe auch wieder sehr meine Gebärmutter gespürt gestern Abend. Also die darf auch wieder so ein bisschen meine Aufmerksamkeit bekommen. Und ich glaube, das war das esoterischste, spirituellste, was ich je gemacht habe und worüber ich je ein Video gedreht habe. Und ich muss euch sagen, da muss ich ein bisschen Mut aufnehmen. Weil ich war früher auch so, wenn ich so ein Video geguckt hätte, wäre ich so gewesen, ach, Engel. Engelszahlen. Ach, so ein Quatsch. Ach, Quatsch, das geht wie denn? Du kennst die Person nicht, du kannst dich da doch nicht reinversetzen und dann kommt dir das einfach so ein Quatsch. Kann es euch nicht erklären. Ich war nur dabei. Ich habe diese Erfahrung gemacht und ich würde das immer wieder nochmal machen, weil das so toll war und so krass war und ich ganz viel auch nochmal so auf dieser spirituellen Ebene gelernt habe und an Handwerkszeug wieder mitbekommen habe und Neues ausprobiert habe und jetzt mit ganz vielen tollen Frauen in Kontakt bin und wir da jetzt selber noch schauen können, wie wir uns gegenseitig unterstützen und wie wir weiter heilen können. Und schon dieses Schwesternschaftsding. Und du umgibst dich 3 Abende lang mit Frauen, die genauso sind wie du, die ganz, ganz ähnliche verwobene Themen haben. Und da wieder dieses, du bist nicht allein mit deinem Scheiß. Den haben ganz viele andere auch. Und diese Gemeinschaft und dieses Miteinander, das stärkt auch. Und das waren meine Erfahrungen zu meiner ersten schamanischen Aufstellung. Und wer jetzt denkt, irgendwie interessiert mich das, guckt gerne mal bei Marlena. Wenn sie mal wieder was in die Richtung macht, macht das doch mal mit. Sie macht auch regelmäßig Gebärmutterrituale. Bei dem nächsten muss ich unbedingt dabei sein, weil da habe ich ja irgendein Thema scheinbar. Und ja, das war mal wieder ein neuer Schritt auf meinem Weg zu meiner Heilung. Ein ganz anderer wie die Dinge, die ich vielleicht sonst so tue. Ich hoffe, auch dieses Video hat euch gefallen. Und wenn es nur war, zu sagen, okay, interessant. Kann ich mich noch nicht so mit identifizieren, aber interessant. Ich freue mich wahnsinnig auf eure Kommentare. Schreibt doch mal, ob das nur Hokuspokus für euch ist, aber bitte bleibt lieb. Ob ihr auch schon mal eine Aufstellung mitgemacht habt, was so eure Erfahrungen waren. Wenn euch das Video gefallen hat, dann teilt es gerne, liked es, abonniert den Kanal, das hilft mir hier unglaublich weiter. Und wenn ihr mir nur in die Kommentare was ganz Liebes schreibt. Hallo, ich wünsche dir einen tollen Tag.
Auch das füttert den Algorithmus und hilft mir hier sehr weiter. Ich danke dir von Herzen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!